Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Skyblock. Welche Nummer weiß ich jetzt allerdings nicht. Ja, trotzdem mal wieder mit dem Max und der Albert ist diesmal nicht dabei, weil der Computerverbot hat. Guten Tag und das müsste Nummer 5 sein. Echt? Ja. Zählst du mit oder was? Ich hab's im Kopf. Sag mal, was bist du denn für ein Nerd, Alter? So, wo ist denn meine Aufgabenliste? Genau da. Boah, wir haben ja schon 3 Sachen erfüllt. Ach ja, hast du Cobblestone? Ich mach grad welchen. Weil ich habe letztens einen neuen Generator entdeckt und der geht viel schneller. Achso, schon wieder mal. Willst du jetzt schon wieder umbauen oder was? Ja. Boah, Gott, ey. So, Bilderhaus. Genau, ich kann erst mal den Baum da hinten fällen. Allerdings bin ich gerade mitsamt meiner Axt und meine 2 Cobblestones runtergesprungen vor der Aufnahme und ja. Ja. I have a chicken farm, sagt gerade einer in der Chat. Allerdings kann das ja keine Sau lesen, weil da ja die Challenges über dem Chat sind irgendwie. Du bist klasse. Ja? Ja. Aber ich habe es wenigstens hinbekommen, die Challenges einzublenden und sie abzuhaken. Wuhu. Ja, da habe ich gestern eine halbe Stunde wieder dran gesessen, nur um dieses, um die 2. Folge von Skyblock zu schneiden. Yay. Kommen wir schon richtig weit in unseren Folgen. Ja, jetzt wir haben ja jetzt mit meinem neuen Sendeplan irgendwie 3-mal in der Woche in Skyblock oder so. Schaff mal. Das ist immer noch besser als einmal, so wie davor. Ah ja, dann kommen jetzt wieder 4-5 Folgen ohne Albert, wenn wir gleich durchzocken. Ja, ganz genau. Danach muss ich noch Diablo 3 aufnehmen, weil ich da auch nichts mehr habe. Und dann ist der Tag vorbei und dann, ja. Genau. So. Und ich laufe hier schon wieder nur sinnlos rum. Ich baue, tja, was baue ich, ne? Ein Dach? Dem. Bäm. Nee. Ich mach das aus Half-Steps, dann sieht es wenigstens ein bisschen schöner aus. Du bist hier mal wieder voll AFK, ne? Ja, nee, hier. Ich höre das, wenn du schreibst. Ja, es hört jeder und ich mag das. Ja, ich höre das. So, gib mir den Half-Slap. Half-Slap? Heißt das so? Naja, es heißt Holzstufe. Ja. Naja, es heißt Holzstufe. Dann nennst du einfach Holzstufe. Ja, nenne ich jetzt auch. Jetzt, ab jetzt ist es eine Holzstufe. So. Och Mann! Ich könnte schon wieder kotzen hier. Das geht alles nicht so. Boah Mann, was geht denn? Was hast du für Probleme? Ich setze immer zu irgendwelche Blöcke irgendwo falsch hin. Ich würde sagen, du bist einfach zu dumm dafür. Nein. Och! Was? Und außerdem bin ich leicht aggro, weil hier gerade bei mir zu Hause wieder mal alles abfailt an Technik. Ah, naja, Mann. Pussys wie du werden einfach nicht gesegnet, weißt du? Ja, sagt der Richtige. Übrigens, deine Spitzhacke ist kaputt. Danke. Und ich hab noch eine, aber ich gebe sie dir nicht. Schön, mach ich mir eine eigene. Kannst du mir mal ein bisschen Kobbel geben? Nein, kriegst nichts. Okay, hier hast du eine Spitzhacke. Dankeschön. Ah, danke. So, da. Verpiss dich. Baue ich ihn jetzt um oder später? Was? Wen? Den Generator. Ja, keine Ahnung, das ist deine Entscheidung. Ja. Yeah. So. Ja, genau, mir fehlen natürlich genau 2 Slabs. Super. Super. Warum setzt du das Wasser dahin? Weiß nicht, ist schön. Du hast doch echt einen Schaden, gell? Ja. Du bist schon genauso wie Albert. der hat letztens doch auch nur sinnlos Wasser irgendwo hingesetzt. Na, guck mal, kann ich jetzt einfach hier runter? Oh, fuck, jetzt bin ich gestorben mit Eimer. Soll ich mal Lava hinterher kippen? Nein, die brauchen wir noch. Gut. So, ein Bild des Sapling. Hui.
So, unser Haus ist fast fertig, dann kann ich schon wieder den nächsten Haken machen. Yay! Es sieht aber hässlich aus, das Haus. Ja, ist ja auch bei von Albert. Ach so. Also. Wie viel Kabel brauchst du noch? Gar kein, ich brauch Holz. Ach so. Aber den Kabel, den nehme ich jetzt hier hinten einfach, um unsere Monster-Plattform zu vergrößern. Mach das. So. Mann, jetzt ist mein Koppel alle. Tja, ich gebe dir nichts. Ja, das ist super. Say 1, 2, 3, if you're selling fish. Ja, genau, ich verkaufe Fisch. Hm. Apropos Fisch, wir müssen doch auch einen See machen. Ja. Ah, super. So, jetzt habe ich mich mal anders hingesetzt hier. Und dieser verfickte Baum droppt schon wieder keine Saplings, aber wir haben ja noch zwei. Ich glaube, der mag dich nicht. Weil du einfach du bist. Ahahaha. Ja. Witz des Tages. Ja, richtig. Und Albert war ja so schlau und hat unser ganzes Bone Meal verkackt. Das heißt, wir können uns jetzt keine Samen holen, um eine Weizenfarm zu machen. Würde mich echt ankotzen. Tut's auch, ne? So. Okay. So, ich fade hier gerade mal wieder ein bisschen ab, also so wie immer. Und dann lege ich hier mal so eine Erdbahn, damit ich das Gras hier rüber züchten kann. Ich hab Hunger. Dann ess was. Nee, müsst ihr jetzt weg. Ach so, real life, Mensch. Ach, das kann ich doch nicht wissen. Sowas gibt's noch. Ja, eben. Also ich habe kein Real Life mehr. Hm, glaube ich dir, so wie du aussiehst. Hey, komm, ich bin heute in die Schule gelaufen, vom Linsenhof, ja? In 15 Minuten in die Schule. Weil du zu dumm warst, den Bus zu kriegen? Ich war pünktlich am Bus. Aber ich stand an der Haltestelle ohne Portemonnaie. Das ist clever. Ja, das habe ich mir dann auch so gedacht. Da habe ich mir so gedacht, scheiße. Heute war so ein Tag, wo du einiges vergessen hast, oder? Boah, Alter, der Tag heute war echt schlimm. Permanent irgendeinen Scheiß verkackt, aber ich habe 2 Einsen bekommen. Haha. Schön für dich. Was habe ich denn überhaupt bekommen? Ach ja, in der Mathe, auf eine Mathe-Kurzkontrolle Berichtigung. Und zwar habe ich da eine Note drauf bekommen, weil ich in der eigentlichen Arbeit eine 4+ hatte. Und dann habe ich ja auf die Berichtigung voll krass eine 1 bekommen. Obwohl, also das war die gleiche Arbeit und so, naja, gut. Und dann... Also bleiben wir beim prinzipiellen Aspekt, dass du schlecht bist. Ahahaha. Ja, genau, bleiben wir, garantiert. Ich bin so scheißfreundlich. Ja, richtig, richtig doll freundlich. Hast du mal ein bisschen du behindert? Weil? Das Wasser fließt jetzt nach unten weg. Ich weiß. Ah, oh Mann. Ich sterb gleich. Nein! Hoffe ich doch. Ahahaha. Ja. Wie lustig. Ich renne hier gerade die ganze Zeit sinnlos durch die Gegend, weil ich nichts zu tun habe. Bildehaus, ja, dazu brauche ich Holz und dazu brauche ich die Bäume. Expand the Island, naja, ist es ja eigentlich schon. Also kann ich da ja mal so langsam einen Haken machen. Boah, wir haben Haken mehr. Expand the Island. So, das ist dann unser fünfter Haken, ja. Wir sind ja so gut. Warte mal, das Kreuz, das muss ich mal ordentlich machen, das sieht man irgendwie nicht so. Make a Melonenfarm, tja, das kann ich ja mal machen. Nee, dazu brauche ich Cobblestone. Ach, Mann. Ich habe so. Kein Cobblestone. Siehst du? Ja, nein. Quatsch. Ich komme nicht nur da drauf, ne? Ja. So, ich klopfe jetzt hier. Irrelevant. Nein, das Holz ist runtergefallen. Nein. Du bist ganz schön hässlich. Soll es eine Tür sein? Ja, das wird eine Tür. Okay. Eine Tür ins Nichts. Ja, ich brauche ja Cobblestone. Deswegen. Ja, klar. Ausreden. Also der Cobblestone Generator sieht schon irgendwie scheiße aus. Du auch. Sagt der Richtige. Ach ja, wir müssen ja ein Bett machen, Mensch. Das werde ich jetzt. Ach ja, ich habe kein Holz. Super.
War das nicht so? Hä, wie macht man aus Faden ein Wollblock? Ach so, okay, gut. Ja. Ja. Krass, ja. Krass, Mann, ich habe 3 Wolle. Und 2 Holz. Super. Echt super. Glückwunsch zur langsam kommenden Intelligenz. Aha. Die Witze sind heute so schlecht, gell. Liegt am Tag, nicht an mir. Ja, natürlich. So, jetzt habe ich ein Holzschwert, ja. Ganz krass. Und jetzt gucke ich hier die ganze Zeit durch die Tür. Und warte, dass da hinten... Oh mein Gott, ich habe eine E-Mail. Geil. Schön. Boah, jawohl, eine Antwort. Weißt du, ich habe gestern meine Kaltlichtkathoden wiederbekommen. Ja, es waren die gleichen, die ich zurückgeschickt hatte, ob weil sie kaputt waren. Du bist schlecht. Super. Möchte ich nur mal so anmerken. Eine Rücksendung des defekten Artikels ist nicht notwendig. Weil er nicht defekt ist. Doch, aber... Nee, weißt du, ich habe die Kathoden bekommen vor 3 Wochen. Ich erzähle die Geschichte jetzt hier nochmal, auch wenn ich sie eigentlich gestern in der Aufnahme, in der Minecraft-Aufnahme schon erzählt habe. Aber egal, ich erzähle die jetzt nochmal. Ich habe mir scheiß Kaltlichtkathoden, blaue 30 cm Kathoden, 4 Stück bestellt, um die in meinen PC reinzukleben. Ja, ich bin sinnlos, weil ich weiß nicht, sowas braucht man eigentlich nicht, aber egal. So, dann kommen die vor 3 Wochen an und eine der Kathoden ist gebrochen. Ich meine, da habe ich mir so gedacht, ja gut, kann passieren, also bleibst du mal freundlich gegenüber von den Leuten, wo du es gekauft hast, schreibst du mal an, ja, hier sind kaputt und so. Ja, die haben gesagt, ja, schicken sie mal zurück, wir schicken ihnen dann Ersatz. Ich zurückgeschickt, ja, dann hat es gedauert, dann ist gar nichts passiert. Dann habe ich sie angeschrieben, wo bleibt denn meine Ersatzlieferung? Ja, die ist zurückgekommen. Und ich so, an welche Adresse haben sie es denn geschickt? Ja, an die und die. Ja, die waren natürlich richtig. Dann schicken sie es bitte nochmal raus. Haben sie gemacht? Oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind gestern nach 3 Wochen meine alten kaputten Kathoden gekommen. Alter, ich hab mich so aufgeregt, gell? Statt einen Ersatz zu schicken, haben mir die meine kaputten Kathoden geschickt. Und es klingelt. Ich würde sagen, du kannst es nicht. Ja, ich weiß. Und vor allem habe ich jetzt gerade die E-Mail, weil ich habe mich dann gestern erstmal übelst aufgepisst darüber und habe gesagt, dass ich mein Geld wieder haben will. Ja, da hat jetzt der Typ mir geantwortet und ich laufe hier schon wieder die ganze Zeit nur sinnlos rum. Hat mir der Typ geantwortet, ja, die Ersatzlieferung, die wurde gar nicht rausgesendet und er versteht. Ich sterbe! Da! Warum bist du gestorben? Weil ich Hunger hatte. Gib mir mein Zeug wieder. Hier. Ja, die Ersatzlieferung ist gar nicht rausgeschickt worden und ich soll jetzt bitte die kaputten Dinger behalten und ich bekomme den Kaufpreis erstattet. Ich würde sagen, du bist am Arsch. Richtig, richtig. Aber ich habe jetzt 3 gehende Kathoden und eine, die nicht geht. Und das Ganze kostenlos. Und irgendwie spawnt auf unserer Monster-Spawn-Plattform nichts. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Vielleicht, wenn wir noch zu nah dran sind. Ja, aber die ist ja 25 entfernt und die soll ja 25 entfernt sein, damit hier was spawnt. Aber ich mach die einfach mal größer. Ey, da fließt gerade Lava runter, ist dir klar, ne? Ja. Gut. Hätte ja sein können, dass du das nicht weißt. Und es könnte ruhig mal wieder Tag werden, damit dieser scheiß Baum hier wächst. Und ja. Und damit mein Gras hier rüberkommt. Nee, da so darüber soll das Gras ja gar nicht. Ach, ich bin so behindert. Und mein Handy hat sich gerade gesperrt. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange wir noch haben. Dann aktiviere es. Und wir sind bei 15 Minuten, Mann, weil ich's kann, ja. Also, dann baue ich hier die Erde noch weg und dann war's das schon wieder für heute. Also, ja. Ja. Genau. Also ich ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Skyblock mit dem Max und nicht dem Albert. Woohoo!